Auf dem Weg!
Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argus Rot. Wiederhole. Argus Rot. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich.
das Wrack. Aber ich sehe keine Überlebenden. Vorsicht, Commander. Geht! Das ist eine Falle!
Da kommt eine Nachricht, Commander. Welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawken-Ether-Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Welchen Beweis haben Sie dafür, dass der Major gefährlich ist? Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianzabgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Sie sagten, seine Anhänger seien Biotiker. Ja, aber Major Kyle selbst hat nie irgendwelche biotischen Tendenzen gezeigt. Ich glaube, er schloss sich nur einer Gruppe an, mit der er sich identifiziert. Viele Biotiker fühlen sich von der Gesellschaft nicht anerkannt oder ausgegrenzt. Kyle sieht sie wahrscheinlich als Opfer, die seinen Schutz brauchen. Und sie sehen ihn als jemanden an, der sich für sie einsetzt. Allerdings hat er sie leider davon überzeugen können, dass die Allianz irgendwie für all ihre Probleme verantwortlich ist. Das können wir nicht zulassen. Worüber wollten diese Allianz-Abgesandten mit Major Kyle reden? Sie wollten ihn in eine Allianzanlage bringen, wo er behandelt werden sollte. Major Kyle hat uns viele Jahre treu gedient. Wir wollten ihn nicht aufgeben. Aber angesichts seines Geisteszustands hat er sie wohl als Bedrohung angesehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass seine Anhänger sie getötet haben. Was können Sie mir noch über Major Kyle sagen? Einst war er ein vorbildlicher Soldat, aber auf Torfan ist irgendetwas mit ihm passiert. Unter seinem Kommando sind zu viele Soldaten gefallen. Er konnte die Schuldgefühle nicht ertragen. Seine psychischen Auswertungen zeigten, dass er den Stress eines Kommandos nicht länger ertragen konnte. Er bekam einen ehrenvollen Abschied und ging in den vorzeitigen Ruhestand. Wir hatten gehofft, dass es sich mit der Zeit bessern würde, aber wir haben unterschätzt, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Und jetzt scheint es zu spät zu sein. Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Sie haben mit ihm gedient. Vielleicht hört er auf Sie. Aber er hat bereits 2 Allianzabgesandte getötet. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Thank you.
Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich erhielt einige Informationen, die Sie gewiss interessieren werden, Commander. Jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Es hat im letzten Monat 4 Todesfälle gegeben. Ich kümmere mich gern darum, Admiral. Was können Sie mir darüber sagen? Wir haben eine Verbindung gefunden zwischen den Wissenschaftlern und Ihnen. Sie haben alle vor einigen Jahren an einem Geheimprojekt gearbeitet, auf Akuse. Akuse. Ich habe dort meine ganze Einheit verloren. Wollen Sie andeuten, dass diese Wissenschaftler etwas damit zu tun hatten? Ich bekomme allerdings keine Informationen darüber, woran Sie gearbeitet haben. Alle Projektdaten stehen unter Verschluss. Commander, Shepard, was Sie damit anfangen, liegt ganz bei Ihnen. Ich dachte nur, dass Sie es wissen sollten. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt, Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. 5. Flotte Ende.
Gehen Sie weg! Ich will nichts von Ihnen. Ich will nichts als diesen Bastard. Bitte! Er ist verrückt! Mr. Toombs, Sie sind verrückt! Sie... Halten Sie den Mund! Das ist alles gelogen, Sie! Shepard? Mein Gott, Shepard! Sind Sie das? Toombs? Aber Sie waren auf Akuse. Ich sah, wie der Dreschlohn Sie runterzog. Sie haben mich mitgenommen, Shepard. Die Wissenschaft... Sie können das nicht beweisen! Dieser Mann hat Halluzinationen! Sie haben Tests mit den Dreschlunden durchgeführt. Sie haben dafür gesorgt, dass uns diese Dinger angriffen, um es zu studieren. Ich wachte in einer Arrestzelle wieder auf. Die Wissenschaftler waren hocherfreut, dass ich überlebt hatte, da sie ihre Tests an jemanden durchführen konnten. Toombs, ich habe niemanden gesehen. Hätte ich sie gesehen, wäre ich zurückgekommen, das schwöre ich. Sie dürfen Toombs nicht glauben. Er kann nichts beweisen. Ich verlange einen fairen Prozess. Er war da, Sie Bastard! Er kennt die Wahrheit! Sie haben mich wie ein Versuchskaninchen behandelt. Ich konnte nur entkommen, weil jemand Cerberus ihre große Organisation zerstört hat. Dieser Mann hat den Tod verdient, Shepard. Für Sie, für mich und für jeden anderen aus der Einheit. Sind Sie dabei? Sie sind nicht so tief gesunken, Toombs. Sie sind nicht wie Sie. Sagen Sie mir nicht, wer ich bin. Sie sind mit ein paar Kratzern und einem schaurigen Ruf davongekommen. Der Rest der Einheit ist gestorben. Und ich wurde jahrelang gefoltert, Shepard. Sie können nicht über mich richten. Sie haben nicht das Recht dazu. Toombs, hätte ich Ihnen auf Akuse helfen können, ich hätte es getan. Aber ich kann Ihnen jetzt helfen, wenn Sie mich lassen. Okay. Ich bin kein Mörder. Sie konnten mich auch zu keinem machen. Hauptsache, er wird vor Gericht gestellt. Vielleicht werden die Schreie jetzt aufhören. Ich weiß es nicht. Diese Schweinehunde können Ihnen jetzt nicht mehr wehtun. Joker, lassen Sie die 5. Flotte wissen, dass wir ein Schiff für eine Abholung benötigen. Zu Befehl, Commander. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich habe Ihren Lagebericht gelesen, Commander. Ich bin froh, dass Sie Dr. Wayne bei lebendigem Leibe festnehmen konnten. Nun können wir ihn vor Gericht stellen und einige Antworten erhalten. Corporal Toombs scheint seinen Frieden gefunden zu haben. Hoffentlich kann ihm die Therapie wieder ein normales Leben ermöglichen. Hoffentlich hilft Ihnen das auch, etwas Frieden zu finden, Commander. Danke. 5. Flotte Ende. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich bin froh, dass Sie in der Gegend waren, Commander. Wir haben einen Notfall und Sie sind der Einzige, dem ich diesen Job anvertrauen kann.
Wie kann ich helfen, Admiral? Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation mit einer psychotropischen Droge angegriffen. Die Drogen haben die Forscher vorübergehend verrückt gemacht und die Biotika nutzen sie nun als menschliche Schilde. Wenn ich auf alles schieße, was sich bewegt, müssen also viele Forscher sterben. Genau. Ein normales Team würde mit den Biotikern fertig. Aber dann würden bei der Operation viele Forscher ihr Leben verlieren. Darum habe ich an Sie gedacht. Ich hoffe, dass Sie die Verluste minimal halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um diese Forscher zu retten, Admiral. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten der Station. 5. Flotte Ende.
Was wollen Sie, Shepard? Ich habe diese Rüstung gefunden. Gehört sie Ihnen? Zeigen Sie her! Verdammt! Das ist sie! Kaum zu glauben, dass meine Vorfahren so einen Haufen Schrott getragen haben. Aber jetzt ist sie zumindest wieder dort, wo sie hingehört. Danke, Shepard. Vielleicht werden Sie mir doch noch sympathisch. Sie werden doch nicht am Ende noch Gefühle zeigen, Rex. Was? Nur weil ich Sie sympathisch finde, heißt das nicht, dass ich Sie nicht töten könnte. Thank you.
Sorgen, dass das nie wieder passiert.
Die Zukunft nicht aufhalten. Spüren Sie, wie ich wachse? Ich werde alles durchbrechen!